Da höre ich schon wieder Schritte. Herzlich willkommen. Oder nein, ich muss verwenden schon meine Begrüßung. Hey ho zusammen. Und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Dark Project. Ich würde jetzt sehr gerne. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, ich bin gar nicht da. Ich wüsste ja zu gerne, ob der da runterläuft. Nope. Don't worry, I'll find you. Ja, ich weiß, ihr findet mich immer. Kommst du hier rüber oder muss ich zu dir kommen? Was war das? Must have been rats. Okay, einfach mitten im Satz abgebrochen und gesagt, oh, waren bestimmt Ratten. Ganz bestimmt. Das Blöde ist natürlich, dass hier der Boden so laut ist. Das ist. Oh. Hallo, hallo, wo bin ich denn hier gelandet? Speichern bitte. Oh, Bingo! Ja, geil! Doch noch hier gelandet, sehr schön. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich da rüberkommen soll. Ich hoffe einfach mal, dass mir das was ein. Ja, das war jetzt nicht sehr. Oh. Warum kommt ihr denn in so ein altes Theater, wenn ihr zu viel Angst habt? Gut, wie komme ich jetzt zu den. Wahrscheinlich, wenn ich von der anderen Seite dahin gehe. Aber eigentlich habe ich ja meinen Loot zusammen, ne? Boah, war das knapp. Heiliger, war das knapp. Ich könnte ihn auf dem Teppich eigentlich. Wenn er zurückkommt. Wenn er zurückkommt, könnte ich ihn auf dem Teppich eventuell. Bingo. Na, theoretisch könnte ich dich sogar hier liegen lassen. Mach ich aber nicht, ist mir zu gefährlich. Ich leg dich hier hin. Komm schon. So. Hätten wir den auch ausgeschaltet. Jetzt komme ich hier noch hin. Aber ich glaube, hier ist nichts. Aber da sind direkt zwei. Die da hinten könnte mich sehen. Ah, die gucken wahrscheinlich alle nur nach unten. Die gucken gar nicht hier oben in die Logen rein. Weil die das überhaupt nicht interessiert, was hier oben abgeht. Die gucken natürlich alle nach unten auf die Bühne. Also. Ne? Logischerweise. Oh, da sind zwei. Sorry, jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier verstecken. Das war natürlich blöd. Aber wenn die da rumstehen, ist natürlich auch schwierig. Ich höre ja immer nur auf die Schritte und nicht auf Gelaber, ne? Ich hoffe, wenn die mich jetzt nicht finden, dass sie dann einfach wieder gehen. Aber wahrscheinlich tun sie das nicht. Okay, you taffer. I'll fight. Hey, look Oh, what we've fuck, er got hat mich here. gesehen. Das sind jetzt natürlich wieder die, You'll not be so cheery when my brothers arrive. Ach, die sind immer zu schnell. Ihr seid doch alle scheiße. Beef here. Ach, das hat doch keinen Sinn. Dem hinterher zu rennen ist einfach dämlich. Okay. Gut, die stehen da rum. Das, glaube ich, sind die Gemächer von Lady Valerius.
Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, wenn die jetzt nämlich wieder hierher kommen, versuche ich es mit meinem Gaspfeil. Na kommt. Am besten alle beide. Weiter. Schön. Sehr gut. Ja, Mann. Sehr geil. Alle beide ausgeschaltet. Theoretisch könnte ich mich jetzt hier in aller Ruhe weiter umsehen. Theoretisch. Praktisch würde ich das Ganze hier jetzt eigentlich ganz gerne beenden, aber ich habe noch so viel Zeit. Ich gucke auf jeden Fall da drüben nochmal. Das hier müssten jetzt aber tatsächlich schon... Ich speichere nochmal eben. Die Gemächer der Lady von und zu Valerius sein. Der Name Valerius kommt mir übrigens verdächtig bekannt vor. Ich glaube aus Van Helsing. Ich kann mich aber auch irren. Sekunde. Ping. Facebook. Autsch. Tatsächlich. Hier bin ich, soweit ich weiß, in den Gemächern. Das ist sehr gut zu wissen. Heißt aber, dass ich mich jetzt erstmal noch ein wenig hier umsehen werde. Die zwei, die ich nämlich befürchtet habe, die hier noch kommen könnten, sind nicht hier. Ich habe es also tatsächlich geschafft, dem Trouble aus dem Weg zu gehen. So gut es mir halt eben möglich war. Ja, da rennt hier, glaube ich, noch rum. Ja, Facebook immer noch, danke. Und das heißt... Ich werde jetzt mal versuchen, in die anderen Logen noch reinzukommen. So, gucke ich mal hier. Da haben wir nämlich noch was zu mitnehmen. Hallo? Nope. So, gucke ich mal eben kurz hier rein. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Gut, dann gucke ich mal nach dem Herrn da drüben. Vielleicht kann ich die noch einfach bestehlen und wieder gehen. Tatsache, ich kann einfach seine Sachen klauen und kann wieder gehen. Okay. 925 ist jetzt natürlich auch noch nicht die Welt. Ich glaube, im Expertenmodus muss man hier, glaube ich, 2000 oder so mitgehen lassen. Huch. Die Bibliothek, richtig? Huch. Oh nein, schon wieder eine verschwundene Tür. Mann, ey. Okay, ich wette... Das hier ist die Bibliothek. Aber ich glaube, hier war ich schon. Ich glaube, hier war ich tatsächlich schon. Da war ich ganz nah an den Gemächern der Lady Valerius dran. Oh, mit dem Bild kann ich doch irgendwas machen. Da fresse ich doch einen Besen, wenn ich mit dem Bild nichts machen kann. Naja, zumindest kann ich es abschlagen. Bringt mir zwar nicht so viel, aber gut. So. Okay. Nam, 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 nam.
rennt auch irgendwo noch einer rum. Jetzt bin ich mal ganz mutig. Schau mal kurz hier runter. Hier sind nämlich auch noch Gänge. Da würde ich mich wahnsinnig gerne noch ein bisschen umschauen. Aber nur wenn der nicht hier hochkommt. Läuft er hier die Runde? Kann natürlich auch sein, dass er hier eine Runde läuft. Es hieß aber auch, dass er erstmal eine Weile weg ist, wenn er hier vorbeikommt. Jupp, da läuft die Runden. Bei einer Blitzbombe hätte ich ja auch noch, ne? Theoretisch könnte ich ihm noch ausnocken. Ich habe erst 10 Minuten, von daher. Ah, er ist weg. Aber hier. Aha. Einen Kamin haben wir hier. Und Dinge zum Mitnehmen. Yay. Also langsam nervt es aber ein bisschen, finde ich, ne? Also ihr könntet euch ruhig mal hier ein bisschen zurückhalten. Facebook und so. Okay. Ganz kurz hier drüben. Ist auch noch was. Da ist eine Tür. Das Problem ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Oh, shit. Aha. Was haben wir denn hier? A hidden entrance. Ein versteckter Eingang. Spannend, spannend. Jetzt habe ich natürlich den geheimen... Jetzt habe ich den normalen Eingang gefunden. Nur um den Geheimeingang zu nutzen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall mal speichern kurz. Oh. Hätte ich jetzt einen Schlüssel gebraucht? Das ist natürlich blöd. Wartet ganz kurz. Ich guck mal, ob die, die ich hier habe, mich weiterbringen. Nein, tun sie nicht. Das bringt mich auch nicht weiter. Nee, ich komme hier nicht durch. Wo komme ich hier denn? Ach, da muss ich dort einsehen. Ja, super. Sagt man da doch. So. Bingo. So. Und hier, meine Freunde, würden jetzt theoretisch nochmal zwei Wachen stehen. Wenn ich Mist gebaut hätte. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich mir kurz hier den Schlüssel schnappen. Kurz die... My most enchanting Lady Valerius. I will cherish the flute always. Its outward beauty is... safe, bla bla bla. After the key... Achso, the flute is there, of course. I hope to return to my duties as music director before the new moon. Your friend... Ian Cripps. Cripps ist der Musikdirektor dieses ganzen Theaters hier, soweit ich weiß. Und derjenige, der diesen Schlüssel eigentlich bewachen sollte. Eigentlich. Und ja, er hat seinen Job nicht gemacht. Gut. Bevor ich jetzt hier... wieder mal Mist baue. Ich muss kurz einen Schlüssel finden, den ich noch nicht hatte vorher. Den hatte ich vorher noch nicht, oder? Entschuldige mal. Warum geht das nicht? Ihr habt doch den verkackten... Achso, das ist der Schlüssel zum Safe, glaube ich, ne? Okay, das scheint der Schlüssel zum Safe zu sein. Fehlt mir jetzt noch ein Schlüssel? Wollte ich mich verarschen? Och nein! In dem... Ach shit. Ach Mist. Okay, ich glaube... Ich glaube, ich weiß, was ich brauche. Aber da muss ich erst ganz kurz gucken. Auf der Karte... Ah, ich bin doch noch nicht fertig, Leute. Mann! Second Floor, Cripps. Ich muss also einfach noch mal einen weiter runter. Und muss zu Cripps, weil... der hat die Flöte.
und den Schlüssel. Und ich brauche diesen Schlüssel. Das heißt, gut, dass ich noch nicht alle meine wichtigen Utensilien hier verbraucht habe, weil brauche ich noch. So. Jetzt bin ich wieder... Wo bin ich jetzt? Im Second Floor? Ja, okay. Ich bin hier unten. Heißt... Ach, ist das kompliziert. Verdammt. Okay. Oh, ups. Das Blöde ist, man sieht zwar, auf welcher Etage man ist, aber man sieht nicht, wo genau man ist. Okay, das hört sich leider an, als würde hier irgendwer rumrennen. Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Oder ich höre wieder meine eigenen Schritte, das kann natürlich auch sein. Aber nee, hier läuft definitiv irgendwer rum. What? Just... Wow! Hi. Aua. Ich will nur mal kurz gucken, was hier drin ist. Cool, Wachen. Okay. Da muss ich offensichtlich nicht hin. Oh, da ist noch einer. Ich bin noch nicht fertig, Leute. Mann, ich dachte, ich wäre schon fertig. So ein Scheiß. Ich hatte mich schon so gefreut. Das ist noch ein Bogenschütze. Böser, böser Bogenschütze. Oh Gott, dieses Spiel ist noch so lang. Gute Nacht. Und ich mir überlege, das hier ist natürlich wieder eines dieser Gold-Level. Die nun mal leider Gottes verdammt vielschichtig sind. Ach, schau mal eine an. Noch eine Loge mehr. Ja, die hat natürlich auch was am Gürtel hängen, aber komme ich daran? Komme ich daran? Ich komme daran. Das ist auch so ein komisches Fernglas. Cool. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Also eine der Logen ist anscheinend immer leer. Die andere, da scheint dann was zu holen zu sein. Aber ich wollte das eigentlich gar nicht, sondern ich wollte... This latest opera from Valerius and Cribs is a testament to the superiority of human intellect. Man overcomes nature. My absolute favorite theme. I couldn't disagree with you more. This opera is more of a travesty than a testament. The only thing overcome were my poor ears by that horrendous music Cribs has written. You're just miffed because Cribs is fond of tragic endings. That's not it at all. Since Valerius took over, we had to endure this. Cribs scheint also eine Vorliebe für Dramatik zu haben. Kann ich ihm ja nicht, ne? Okay. Nicht wirklich... Kann ich nichts wirklich abgewinnen, muss ich sagen. Also Dramatik ist nicht so meins. Okay, hier war ich auch. Mach einmal kurz speichern und auf die Uhr schauen. Ich glaube nämlich, dass ich... Yep, jetzt schon wieder überzogen habe. Also... Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich werde beim nächsten Mal dann endlich wissen, wie es weitergeht. Ich bin nämlich der Meinung, ich brauche den Schlüssel aus dem Safe, in dem auch die Flöte drin ist. Ja. Dementsprechend muss ich in das Büro von Cribs, dem Musikdirektor, und muss da aus dem Safe dann den Schlüssel holen. Der Vorteil ist, ich habe dann auch eine ziemlich teure Flöte. Ich weiß nicht, ob Garrett musikalisch begabt ist, aber Flöte ist ein cooles Instrument auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin. Ciao.